Da draußen ist es noch viel zu kalt für die jungen Pflanzen. Vielleicht liegt bei dir noch Schnee, bei uns jedenfalls nicht, wir haben zum Teil 10 Grad. Aber dir brennt es dann trotzdem in den Fingern und du kannst mit der Voranzucht nicht abwarten. Ja, damit auch du gut wieder ins Frühjahr reinstarten kannst, ist Vorbereitung das A und O. Und wenn du eine gute Voranzucht hast, hast du auch einen guten Vorsprung, eine frühere Ernte und kannst dich auch schon viel früher im Sommer auf die aromatischen und schmackhaften Tomaten freuen. Das Highlight des ganzen Jahres. Das ist auch der Hauptgrund, warum ich anbaue. Selbstverständlich gibt es dann doch einige Sachen in der Voranzucht zu beachten, weil den Vorsprung, den du rausholen kannst, kann auch ins Gegenteilige umfliegen. Du kannst dann auch sehr viel Zeit, Geld und auch Energie verschwenden und dir auch sehr viel Stress verursachen. Von daher in dem Video 6 Tipps, die du unbedingt bei der Voranzucht eiden solltest. Punkt Nummer 1, Timing. Fang nicht zu früh, aber auch nicht zu spät an. Die frühe Voranzucht, da liegt einfach die Herausforderung aufgrund der Lichtverhältnisse, dass deine Pflanzen zum Beispiel nicht ganz so stark vergeien. Platz spielt da auch eine wichtige Rolle. Und natürlich, in welcher Klimaregion du auch lebst. Also ich kenne diese Fälle auch, wo ich mir selbst immer an den Kopf klatsche, wie man denn überhaupt sowas machen kann oder auf die Idee kommt, seine Gurken fürs Freiland schon im Januar und im Februar vorzuziehen. Kürbisgewächse im Allgemeinen sind sehr wuchsfreudige und schnellwüchsige Kulturen, wo es eigentlich ausreicht, bereits im April mit der Voranzucht zu beginnen und dennoch einen sehr guten Ertrag zu bekommen. Aber bei den Kürbisgewächsen hast du dann auch das Problem, du brauchst halt erstmal große Töpfe, die musst du auch immer sehr schnell umtopfen und die mögen auch nicht so gerne Wurzelschäden oder Umtopfstress. Du bist halt die ganze Zeit damit beschäftigt, sie umzutopfen. Wenn du jetzt mit Gurken schon im Januar und im Februar beginnst, dann werden die auch schon Blüten ansetzen. Das heißt, dann musst du auch wieder gucken, okay, wie mache ich das mit der Bestäubung? Oder tust du dann selbst Hand anlegen? Und selbstverständlich wirst du dann auch dementsprechend großen Topf haben und hast auch dann hierfür die entsprechenden Platzverhältnisse. Und du wirst dann wohl oder übel auch mit LED-Lampen arbeiten müssen. Andersherum kann es ja auch passieren, wenn du dann zu spät die Voranzucht machst, zum Beispiel bei den Tomaten. Es gibt einige, die fangen halt erst mit einer Direktaussaat im April oder im Mai an. Kann man natürlich machen. Ich verstehe auch den Aspekt dahinter, so aus permakulturellen Aspekt, dass halt die Pflanze dadurch kräftiger und auch stärker ist. Leider sind wir halt auch in so einer Klimazone, in dem halt die warmen Tage halt nicht die Hälfte des Jahres zum Beispiel ausmachen. Das heißt, die Pflanze kommt zwar sehr schnell, wenn es halt richtig warm ist, aber du wirst ja dann eine spätere Ernte haben, zum Beispiel 2-3 Wochen halt später, und dann kommt es halt darauf an, wenn du das jetzt erwerbstätig machst, dann ist es einfach viel zu spät. Vor allem, wenn du auch die Pflanzen verkaufst oder dann auch die Früchte, dann werden schon die meisten schon ihre Tomaten dann auch haben. Und wenn du sehr spät mit der Voranzucht beginnst, dann hast du auch das Problem, dass halt dann spontane Risiken, das heißt Hagel, Unwetter, ein schlechter verregneter Sommer, und das kann dann deine ganze Ernte ruinieren. Das heißt, du hast nicht mehr so viel Zeit, die du eventuell abpuffern kannst durch unerwartete Sachen. Es kann ja auch sein, dass du vielleicht menschliches Versagen hast, was natürlich auch menschlich ist, kann natürlich auch mal vorkommen und dir dadurch die Ernte kaputt geht. Oder es kommt zum Beispiel deine Schwiegermutter und meint, sie müsste deine Tomaten ein bisschen pflegen. Und schaut dann nicht ganz so schön aus, habe ich auch schon mal mitbekommen. Wenn du Anfänger bist, dann kann ich dir einfach mal empfehlen, hinten auf den Saatgutverpackungen zu schauen. Da stehen nicht umsonst diese groben Angaben, wann du denn wann mit der Voranzucht beginnst und welche Bedingungen, also optimalen Bedingungen, die Pflanze auch für ihr Wachstum benötigt. Einfach da mal drauf gucken und sich halt daran orientieren, die Erfahrungen sammeln und dann selbst entscheiden, okay, meine frühere Anzucht oder lohnt sich es auch später, je nachdem, welche Kulturen das sind und in welcher Zone du auch bist. Punkt Nummer 2, Licht- und Wärmeverhältnisse. Unsere heutigen Wohnungen sind ja dauerbeheizt. Wir haben ja auch zum Beispiel keinen kühlen Keller mehr, zumindest hier bei meinen Eltern. Da ist es auch gut 20 Grad. So, das ist jetzt das Problem bei der frühen Anzucht. Wenn du jetzt keine LED-Lichter nutzt, dann werden die Pflanzen lichthungrig.
Das kennst du, dann bilden sie einen langen, langen Stiel, werden schwach und mickrig und würden halt dann irgendwann umkippen. Das nennt man vergeilen. Weil es halt sehr warm ist, die Pflanzen denken, es wäre ein Frühjahr, aber die Lichtverhältnisse draußen passen nicht. Vor allem, wenn du jetzt im Januar oder Februar vorziehst, da wirst du halt in LED-Lampen nicht umwegkommen. Ich nutze auch welche bei meiner Vorzucht. Welche genau, sind unten in der Beschreibung mit verlinkt. Klar kannst du die Spaghetti-Pflanzen auch noch retten, indem du sie beispielsweise tiefer setzt, aber du wirst dann das gleiche Szenario nochmal haben, wenn sie zu wenig Licht haben, wenn sie wieder in dieses Wachstum reingehen. Du kannst es natürlich auch andersrum machen, das heißt, dass du schaust, dass du eine Temperatur regelst. Das heißt, wenn es etwas kühler wird, dann wachsen die Pflanzen auch langsamer und werden auch kräftiger und stabiler. Zum Beispiel bei den Tomaten bekommen sie etwas dickere Stiele. Das heißt, wenn du es sehr warm hast bei dir in der Wohnung, dann empfehle ich dir einfach LED-Lichter zu nutzen. Wenn du die Möglichkeit hast, beispielsweise in so einem Wintergewächshaus, wo halt einfach die ganze Zeit Tageslicht reinkommt von allen Seiten, am besten vielleicht mal ab und zu mal Sonnenschein, und dort zum Beispiel 10 bis 15 Grad hat, dann ist das kein Problem, da auch mit der dort die Voranzucht zu beginnen. Ich kenne ja Leute, die fangen halt erst in der warmen Wohnung an mit der Aufzucht, auch manchmal mit Heizmatten, und stellen dann die Pflanze an einem kühleren Ort, wo sie halt weniger Licht zum Beispiel benötigen. Punkt Nummer 3, die richtigen Behälter. Die frühe Voranzucht braucht auch die richtigen Behälter, damit die Wurzeln der Pflanzen auch Platz haben. Meine Voranzucht von Paprika und Auberginen, später auch mit den Tomaten, haben mit so großen Plastikschalen begonnen, die man beispielsweise aus dem Supermarkt kennt, wenn man Früchte oder Fruchtgemüse zum Beispiel kauft. Dort verteile ich dann großzügig die Samen und vereinzele sie dann in 9x9x9 cm große Töpfe, wo sie halt hier dann etwas weiter wachsen können. Und dann kommt es manchmal vor, dass ich sie dann nochmal in größere Töpfe umtopfen. Aber das nur bei einigen Pflanzen, die ich dann zum Verkauf nutze. Die meist anderen Pflanzen, da reicht schon, wenn ich sie nur in diesen Topf nehme, weil dann setze ich sie meist schon im April bei mir in den Folientunnel rein, zum Beispiel die Tomatenpflanzen. Wenn du jetzt zum Beispiel nicht Pflanzen nochmal zusätzlich verkaufst und deshalb so viele Pflanzen in der Voranzucht hast, dann kannst du ja direkt auch in Töpfe, die groß genug sind, aussehen. Da am besten 2 Samen in einem Topf, damit es einfach nur mal sicher geht. Wenn du dann 2 Pflanzen rausbekommst, dann kannst du eine rausreißen und die eine starke Pflanze wachsen lassen. Es wird auch sehr gerne zum Beispiel bei den Gurken gemacht. Das hat mir mein Vater beigebracht. Einfach 2-3 Samen da reinsetzen, die alle Keimlinge dann wachsen lassen, die dann auch zu dritt oder zu zweit einfach wachsen lassen, auch in den Beeten dann rein, dass du halt dann zum Beispiel 2 als Ablenkung für die Schnecken hast und der eine, den lässt du dann halt dann ordentlich wachsen, und wenn du halt dann merkst, die Schnecken haben überhaupt kein Interesse und alle würden kommen, dann reißt du dann zum Beispiel 2 raus, damit die eine kräftige Pflanze dann genug Platz hat. Kürbisgewächsen sowieso. Wenn du hier mit der Voranzucht beginnst, gleich in große Töpfe reinsetzen, die sind sehr wuchsfreudig und brauchen auch sehr viel Platz für ihre Wurzeln. Lichtcheck, Platzcheck, Timingcheck. Da fehlt noch ein paar Sachen. Ah genau, Wasser und Erde fehlt ja. Das richtige Wässern. Denke jetzt schon mal an einen trockenen Sommer und trainiere deine Pflanzen auch dahingehend, dass sie auch an solchen trockenen Sommertagen auch für mehrere Tage, vielleicht für mehrere Wochen, bei Tomaten auch für einen Monat zum Beispiel, auch ohne Wasser klarkommen und dir nicht gleich eingehen. Das erreichst du halt unter anderem, wenn du deine Pflanzen schon von Anfang an daran gewöhnst, dass sie ihr Wasser nicht von oben zum Beispiel bekommen und die ganze Zeit ständig davon verwöhnt werden. Ich mache es zum Beispiel so, ich habe ja große Anzuchtplatten und gieße halt dann die Pflanzen von unten, dass sie halt ihre Wurzeln nach unten ausstrecken und sich von den tieferen Schichten der Erde dort das Wasser abholen. Und ich gieße die Pflanzen dann auch erst wieder, wenn die Erde abtrocknet und die Blätter dann auch mir dann zeigen, dass sie auch Wasser benötigen, dann hängen sie ja zum Beispiel. Welches Wasser ist dann am besten geeignet? Entweder dampfdestilliertes Wasser, eigene Regenwasser. Ist immer gut, wenn da noch ein paar Algen zum Beispiel mit dabei sind. Vielleicht Wasser mit effektiven Mikroorganismen mit beigesetzt. Oder wenn du zum Beispiel Säfte machst wie ich, weil die Reste auch mit ins Gießwasser mit einmischen, dass halt dann die Pflanzen da auch etwas aufgreifen können. Die Grundlage von allem, die Erde. Die Anzuchterde, nährstoffarm und im Ofen sterilisiert. Cool, cool. Bin ehrlich gesagt kein Freund davon. Meine Anzuchterde ist gleich die Komposterde, die ich im vorigen Jahr bei mir im Garten angesetzt habe, wo auch zum Teil Kellerasseln mit drin sind, Regenwürmer
und natürlich auch die Mikroorganismen. Pflanzenkohle ist auch mit dabei und ein paar Holzstückchen. Die Erde ist auch schön locker und fluffig, damit halt auch hier die Wurzeln sich gut ausbreiten können und nicht die ganze Kraft bei einem lehmigen, harten Boden da anstößig sind. Also das heißt, Sand solltest du vielleicht beimischen, wenn die Anzuchterde, die du nutzt, fett und schwer ist, sollte nicht unbedingt sein. Ist jetzt bei meiner Komposterde weniger der Fall und ich nutze halt auch deshalb wegen dem Lehm, weil davon zählt natürlich auch die Pflanze. Video dazu, der größten Lüge der Landwirtschaft, habe ich auch bereits gemacht, findest du hier oben oder unten in der Beschreibung verlinkt. Und ich habe auch sehr gute Erfahrungen mit meiner eigenen Komposterde gemacht. Die Pflanzen wachsen immer stetig und stark. Hatten auch letztes Jahr bis am Schluss hinweg überhaupt gar keine Schädlinge von Läusen oder Spinnmilben, sowas. Auch gar keine Krankheiten, sind alle sehr kräftig und gut gewachsen. Von daher kann ich das auch einfach nur jedem empfehlen, seine eigene qualitativ hochwertige gute Erde zu machen. Ich erinnere mich da halt auch immer, wenn halt die Pflanzen bei mir wild aufgehen in der Erde, wenn halt die richtige Zeit gekommen ist, die Erde ist ja auch eine Humusschicht, da sind ja auch Nährstoffe, Leben, Bakterien und die Pflanzen würden ja auch sehr kräftig und gut wachsen. Von daher, warum soll das für die Voranzucht denn ungeeignet sein? Falls du deine Erde im Backofen sterilisierst, um zum Beispiel auch Trauermückenlarven wegzubekommen, weil die ja oft in gekaufter Erde mit dabei sind, dann würde ich noch einen Schuss effektiver Mikroorganismen auf die Erde begießen, damit halt hier diese wertvollen Mikroben wieder zurückkommen, damit deine Pflanze auch davon genährt wird. Wichtig ist auch, wenn du die eigene Anzuchterde kaufst, dann vermeide bitte doch Torf in deiner Erde, misch sie dann einfach selber, nimmst du vielleicht ein bisschen Gartenerde, Sand und Kompost kannst du auch nehmen, aber nicht den Kompost von den Kompostwerken, habe ich auch ein Video dazu gemacht, findest du auch in der Videobeschreibung oder in der Infobeschreibung. Was machst du, wenn trotz all dem alles nicht klappt, du Krankheiten und Schädlingen bei deinen Jungpflanzen hast und sehr viele eingehen? Einfach weinen, alles wegwerfen und verbrennen und die Pflanzen kaufen. Ich weiß es aus eigener Erfahrung, dass es sehr ärgerlich ist, wenn du Spinnmilben, Trauermücken oder auch Blattläuse hast oder du zu viel gewässert hast und eine Wurzel voll ist, deshalb entstanden ist und nach einer Arbeit, nach Wochen oder Monaten nur diese Fehler dann auftreten und alles einfach hinüber ist und deine Pflanze nicht mehr zu retten ist. Alles sehr ärgerlich. Deshalb sehr wichtig, dass du auch die vorigen Tipps diesbezüglich einhaltest, also qualitativ hochwertige Erde auch richtig und ausreichend wässerst, damit deine Pflanzen halt erstmal kräftig und stark sind. Das ist ja die erste Voraussetzung. Und wenn es halt dazu kommt, dass du zum Beispiel Spinnmilben hast oder Läuse oder auch Trauermücken, dann kannst du natürlich auch hier einige Hilfsmittel zum Beispiel holen. Beispielsweise bei den Trauermücken Nematoden. Ich werde auch nochmal ein separates Video dazu machen, was du bei Trauermücken alles machen kannst, weil die ja ein ziemlich großes Problem sein können. Bei Läusen gibt es ja auch sehr viele Hausmittel, die du zum Beispiel nutzen kannst. Ja, bei Spinnmilben ist es dann meistens so, dass deine Luftfeuchtigkeit vielleicht zu niedrig ist, da gedeihen die dann ziemlich gut. Da kannst du auch deine Pflanzen mal regelmäßig auch besprühen, kannst sie vielleicht noch im Online-Shop Raubmilben zum Beispiel bestellen. Also je nachdem, welche Schädlinge du hast, nicht ausrasten, frag einfach deinen Gärtner des Vertrauens, deinen YouTuber des Vertrauens oder jemand auf Social Media oder irgendjemanden, den du halt gut kennst, der gute Erfahrungen hat. Schau auch eventuell im Internet, welche Lösungsmöglichkeiten es da auch gibt und guck halt, wie du dieses Problem da auch in Ruhe auch lösen kannst, ohne Hektik und alles Mögliche. Und falls alles im Bach runtergehen siehst und du dann denkst, so, ich habe gar keinen Bock mehr, ich habe doch keinen grünen Daumen oder sowas, dann kann man sich ja die Pflanzen immer noch beim Gärtner des Vertrauens holen. Aber das glaube ich weniger. Ehrlich gesagt hat jeder einen grünen Daumen. Hängt einfach nur damit zusammen, wie viel man bereit ist zu üben, wie fehlertolerant man ist und beispielsweise welche Informationen und Input man auch alles hat. Hier an der Seite zum Beispiel zwei spannende Videos, die dir vielleicht auch dabei helfen können. Kann ich nur sehr empfehlen, einfach mal reinschauen. Dankeschön.